Ich bin heute derjenige, der dann versucht, immer wieder die Titel, die ich in den vergangenen Jahren gesammelt habe, zu verteidigen. Die Aufgabe ist wahnsinnig schwer. Das können Sie mir glauben. Weil jedes Mal steht vor meinen Augen ein Gegner, der natürlich nur eine sieht. Ich werde auch am 26. April das schaffen, was ich vorgenommen habe, die Titel zu verteidigen und meine sportliche Karriere fortführen. Genauso wie viele Menschen in der Ukraine seit mehreren Monaten demonstrieren und zeigen ihren Willen,